Thomas. Hallo. Letzten Meter Richtung Coswig, gleich geschafft. Und dann wird ja ballert heute. Ja. Sonst gut schlafen. Gestern nicht allzu viel Alkohol getrunken. Also können wir heute Leistung bringen. Definitiv. Definitiv machen wir das so. Was soll ich noch sagen? Kaffee alle, Wetter ist schön, draußen 20 Grad. Wetter ist schön. Alle da. Alle da. Karre völlig überladen, aber scheiße, ja. Mal her hier. Wir sind völlig überladen. Ja. Hey, jetzt ist dunkel gerade. Ja. Keine Ahnung, was man da sieht. Statt ich vorne rum hier. Das Wort zum Sonntag. I came here to party. I'm not gonna lie. So call up somebody. Cause I ain't got the time. Nah, nah. I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy. Cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright. Yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive. Yeah, yeah. Doing anything we like. Pause hat sich was entwickelt und zwar hat Yves sich entschlossen, wir werden auch Motocross fahren. Dann haben wir natürlich gesagt, na, pff, ja, warum nicht, probieren kann man auf jeden Fall. Zwei Tage später sind wir losgefahren, Moped holen, noch einen Tag später, drei Tage später sind wir Klamotten holen gefahren und jetzt steht sie da so. Hallo, ich hab Sand in der Schlüpper. Und da ist ein schönes neues Stück. 85er. Top. Ein richtig brachiales Monster. Ja, ich erklär. Direkt? Ja. Also, kannst du hier bringen? KTM 85er 2019. Ungefähr 100 Stunden runter, das Ding. Alles neu gemacht. Das Ding läuft super. Jo. Hat auf jeden Fall Kraft wie Sau. Also bei mir, wenn ich da drauf sitze, sieht aus wie eine Shopper und er geht in jeden Young einfach nur volle Bude hoch. Ist der Wahnsinn. Ja, aber Yves ist jetzt schon mal im zweiten Young gewesen. Wir haben jetzt der dritte Tag, den wir üben. Ja, die Kinderstrecke in Coswig ist ein bisschen anspruchsvoll auf jeden Fall. Lag schon fünfmal ungefähr. Nee, aber macht sie super. Kriegen wir hin. Also nächste Profi kommt. Komm, wir fahren jetzt eine Runde. Wollt ihr nicht? Ich hab's auf Kamera. Stehst du? Yes. Jetzt geht's los. Ja. Trainer. Strecke macht auf jeden Fall richtig Spaß, kann ich sagen. Strecke ist richtig geil. Alter. Du musst erst mal aufklären, dass du nicht pädophil bist. Ja, übrigens, wenn ich auf der Kinderstrecke stehe und vermeintlich ein kleines Kind auf dem Helm küsse, dann ist das nicht mein Kind, dann ist das nicht irgendein fremdes Mädchen, dann ist das meine 22-jährige Freundin. Ja, das sieht bloß so aus, ist aber kein Kind. Ja. War schon süß hier auf der Kinderstrecke, hat schon so ein Mann geholfen. So, der hat gedacht, das ist ein kleines Kind. Moped hoch, angetreten, war völlig motiviert.
Ja, also war auf jeden Fall süß. Hat auf jeden Fall den Kinderbonus. Kriegt es auf jeden Fall hier ab. Jetzt machen wir erstmal Training. Ich muss hier hinten, ja. Jetzt machen wir erstmal Kinderstrecke absichern und dann werden wir loslegen. Ich gehe da aber hinten. Ja. Hinfallen, ohne eigentlich hinfallen zu müssen. Ja. Du warst ja noch gar nicht so, dass du hinfällst. Du hast dich ja aus Angst erstmal schon mal weg. Du hast dich gleich abgestoßen. Echt, ja. Du warst noch lange nicht am Fallen. Ja, aber jetzt hast du schon mal Jassi gemacht und so, war doch gut. Ich bin schneller gefahren als vorher auf jeden Fall. Ja. Hallo. Mittagspause ist vorbei. Jetzt, Sonne ist weg. Jetzt ist kalt. Leo ist heiß. Klare Brille ist da. Ist der behindert. Zack, zack, zack. Wir suchen immer noch einen Sponsor für mein Pitbike. Nico braucht ein Pitbike. Oder sowas hier. Super. Super dollet. Ja. Ja. Juli, tschüss. Thank you.
Besuchern zu. Aber ja. Sehr schön. Die Mutti hat erstmal richtig dick aufgetuscht hier. Oh ja, lecker. Und was sagst du? Keiner. Salat ist und fliegt. Ja, ist richtig. Lecker, 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 lecker. Yummy, yummy. Kuss, ja. Kuss geht raus an diejenige, die den Salat gemacht hat. Ich weiß nicht, wenn der Paprika beim nächsten Mal, dann ist der Top. Diejenige weiß, wer es ist. Aber ihr dürft nicht so viel Futter, dann ist die Karre so schwer nachher. Das ist auch blöd. Wir haben ja das alles an Sprit verfahren. Ach so, ja gut. Okay. Wir wollen auf die Waage heute Morgen aber lieber zu. Oh, hier, Gold. Hier, Goldkrone. Goldkrone. Die Jute. Oh, ist so geil. Mann, was mal ab, du? Was ist los? Den Helm nehmen. Bist du ein Nassenschutz? Nassenschutz? Ein bisschen vielleicht. Ah, dann flutscht er besser, warte. Den kriegst du so hin. Ihr wisst ja, ich war ja mal. Profi. Ich war ja mal Enduro-Profi. Ja. Simson S51 Enduro halt gefahren. Das war der Weltbeste im Umkreis von 100 Meter bei uns im Haus in Rhinum. Ja. Wirklich. Also ich bin ja richtig hardcore gefahren. Und jetzt. Oh! Scheiße! Ich geh nur wieder runter! Stimmt! Ach, du musst ja eh mal drücken, Daniel. Hat nicht deinen Helm drin? Der ist kleiner. Wirklich, alter Schwede, hab ich so einen dicken Kopf gekriegt? Oh! Da ist er doch! Ich bin drin! Ja, nimm mal mein Handy oder Nico. Okay. Und deine Mütze! Meine Mütze. Das kommt jetzt hier so raus. Mal vorsichtig, Baller bitte. Oh! Ja, Baller! Komm ich auch nicht hoch! Ich muss wieder runterrollen. Gibt's hier irgendwo einen Berg? Ja, hinter dir. Ist das geil. Boah! Immer so hoch! So. Gang ist raus. Hier ran, ne? Andere Seite rechts. Ja, ran. Das aus. Tarin MX Coswig. MX Coswig. Ich hab im oder am beim überlegt, aber ja. Ich hab mir entschieden, nächste Moped wird definitiv 250er. Gut, sie sein, ich heute richtig verlegt. Aber gut. Prophylaktische Kippe danach, das war wieder vom Video mit dem X-Price. Kommentieren, liken und abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns bis nächste Woche.